Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking. Wie versprochen, jetzt in Rocket League. Und ich habe gerade eine Runde zum Einspielen gemacht und ich hoffe, die hier wird genauso gut. Oh Gott, da ist schon wieder einer auf dem Weg. Die sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch reinmachen. Kommt wieder auf einer vorgedüst. Ich war halt in der Mittellinie, um den Ball abzufangen. Halt vorgedüst. Er klatscht mich einfach an die Wand. Oh Mann. Ja. Steht einer in der Ecke und macht's nicht. Macht's nicht. Karl, wow. Stehst in der Ecke, drehst und bist zu lang. Und ich habe noch Great Pass. War wahrscheinlich sogar ernst gemeint. Ich hatte gerade echt so ein schönes Spiel, jetzt habe ich 5-1 gewonnen, aber das konnte ich nicht aufnehmen, weil ich unterbrochen wurde. Von Paketboten. Ich habe trotzdem noch 5-1 gewonnen, die haben das eine Tor nur gemacht, weil ich halt AFK war. Gehen wir erstmal mit rausspielen. Echt. Warum fährt keiner von euch zurück ins Tor? So, zack. Ja, danke. Wow. Wow. War zwar schneller dran, aber ich verstehe es nicht. Keine Kombination. Die gehen ja gerade genauso wenig. Oh Gott, dann kommt halt einer. Kannst du nicht rangehen, weil die ganze Zeit daneben steht, obwohl er nichts trifft. Das ist so schrecklich. Und ich will den Leuten eigentlich den Ball nicht wegschießen. Wenigstens trifft er das jetzt. Ah, da gleich regen wieder auf. Wir hatten wirklich gerade eine schöne Runde. Schön mit Rotation. Runtergespielt. Ganz entspannt. Und hier ist einfach nur, wer am meisten fail verliert. Ja, genau das. Ich bin Defending hier wieder hinten, wie immer. Ist ein Boost-Insammel dabei. Warum spielt ihr den seitlich? Warum spielt man den so seitlich? Anstatt zurückzufahren, spielt man den halt so komisch raus. Verdammt. Kommt nochmal in die Mitte, Vorlage, schade. Ach, verdammt. Da wäre ja dran. Aber höher. Er gibt ihn mir eiskalt den Tipp mit. Ich weiß nur nicht warum. Der Karl ignoriert alles, was der Teamplay angeht. Okay. Er versucht irgendwie Rückwärtssalto-Tore zu machen. Junge! Warum versucht man sowas überhaupt? Ja, Karl. Stell dich einfach daneben und tu nichts mit dem Ball. Das ist immer hilfreich. Er fährt wieder vor. Ihm ist Rotation egal. Defensive egal. Angriff! Trifft er echt gleich. Das kann ich ja nicht. Ach, ärgert mich das. Quetschball!
Wow. Okay, ich hätte nicht getroffen, wie ich war, aber wow. Der war close. Der war nochmal close. Den konnte ich nicht machen von der Position, wo ich war, sonst hätte ich den eiskalt Richtung Tor geschossen. Ach, verdammt. Ich dachte, den erwische ich schön. Aber ne, hab ich nicht. Oh, shit. Uff, der war knapp. Echt knapp. Ja. Suche den Second Hit noch. Ach, ich bin echt genau wieder die Höhe. Oh. Sorry, den habe ich hart gekickt. Ich bin defensiv hier. Ich mache die Defensive, wenn die immer davor stürmen wollen, die beiden. Oh oh, schlechte Idee. Huh! Ich kurz davor gesetzt und Rückwärtssalto gemacht. Karl! Ach Gott, krieg ich den Schubs von hinten. Wer fliegt? Ich hab's geschafft. Gerade so den Leuten weggesnackt und ins Tor gelenkt. Im Flug. Oh, dann bin ich sogar MVP geworden mit dem Overtime Goal. Und da gab's sogar noch eine Crate. Ein 4er Crate. Können wir vielleicht hinterher aufmachen. Muss mal gucken, was drin ist. So, auf geht's. Das war also ein Solo-Standard, komplett ohne Teams. Also ohne Gruppen. Das ist auch interessant. So, auf geht's in die zweite Runde. Mitspieler FHF. Also HF kenne ich für Have Fun, aber FHF? Okay. Achso, der ist schon rausgegangen, weil eh noch auf Finding Player ist, damit das Spiel nicht starten. Okay. Willkommen zurück zur zweiten Runde. Und ich mag die Map nicht. Oh, jetzt noch ab. Wir sind orange, ne? Ne, bin ich wieder dagegen. Er fliegt! Er fliegt in die gegnerische Hälfte. Müsste mein Schuss gewesen sein.
Boah, da genau hochgelupft. Auf die Höhe dort. Okay. Soll so eine Vorlage kommen oder was? Der droppt gut. Aber da war niemand da zum Verwerten. Oh, nö. Hat er mich gesehen oder bemerkt oder einfach aus Gefühl gehandelt? Ich hab ihn nochmal hochgelegt, damit die den nicht schießen können, öffentlich. Ach, fucking Bullshit-Kacke-Ding! Oh. Wow. Er steht so weit im Tor, dass ich ihn ganz. Wenn ich so weit ins Tor fahre, dass ich ihn blockiere. Ach ne, er ist gerade auch ins Tor gefahren, wir haben uns getroffen. Ah, fuck. Er wäre der Einzige gewesen, der das hätte machen können. Oh Gott! Ah, die habe ich jetzt schon wieder keine Lust drauf. Die habe ich jetzt schon wieder gefressen. Die machen einen super Sch. Ging halt auf die andere Ecke komplett. Was erwartet er von mir? Es ist ein scharfer Schuss, der komplett auf die andere Ecke geht. Ich kann normal nicht seitlich springen. Ja. Mute. Husier, der ist ja auch nicht der beste Flieger. Er fliegt ja auch wild durch die Gegend. Ich mag die Map einfach nicht mit diesen komischen Seiten. Ich komme auf der nicht klar. Und das ist echt nicht so angenehm. Ich will mal ranfahren, aber ich weiß nicht genau, wann ich ranfahren kann. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Ach genau, die schießen rechts an mir vorbei. Oh, who's your daddy? Oh, du bist nicht im Tor. Ist okay. Wäre nur wichtig, dass du jetzt im Tor wärst. Der geht nicht ins Tor. Der geht nicht zurück. Kannst du knicken. Das ist wieder einer, der einfach nur durch die Gegend fliegt. Die ganze Zeit. Ist ja nur ein bisschen gegen Fliegen. Rotation hat er noch nicht verstanden. Ich hasse es, wenn du hier zu schnell bist, bleibst du halt nicht am Boden. Ja, da geht wieder an. Wie soll man mit solchen Leuten spielen? Null Teamplay. Muss ich dem halt auch machen. Die Map macht mich fertig und dann gibt es auch noch kein Teamplay. Und der trifft diesen Ball nicht. So viel zu I'm carrying you. Ja. So, who's your daddy? Report on sportsmanlike conduct. Jut. Den brauche ich nicht mehr reden.
Das hat irgendwie keinen Zweck. Okay, jetzt fährt er halt dahin. Und keiner von ihnen macht den Ball rein, nicht mal ansatzweise. Wow. Da haben wir ja alle richtig gefailt, ey. Ich war ein bisschen zu hoch und die anderen beiden standen in Position. Ich hasse diese blöde Stelle. Jetzt kann ich einen Angriff geben. Er droppt den echt einfach ganz langsam nach unten. Gott. Hui, Flip. Jetzt lassen wir ihn nicht aufkommen. Am Ende haben wir noch ein bisschen irgendwie zusammengefunden, aber mit der Einstellung will ich mit dem eigentlich nicht gewinnen, muss ich einfach mal sagen. Der Paradelta, ey. Der geht ja mir richtig auf den Sack. Und der macht doch wieder nur an den Punkten fest, wer hier wen carried, ey. Gut, ich war auf der Runde echt nicht gut, aber meine Güte, war der Typ nervig. Puh. Wenigstens kriege ich nicht die gleichen nochmal hier. Okay, da soll der Halon rein und der kommt nicht. Ach. Tja, so viel dazu. So, jetzt spielen wir eine Runde. Take the shot, okay. Geht auch. Direkt mit einer schönen Vorlage gemacht hier. Verlängert, zack, in die Mitte verlängert und dann macht er eine rein. Nice. So kannst du mal losgehen in der Runde. Ich mag es einfach, wenn der Boden eben ist. Damit kann man nämlich auch viel besser arbeiten. Hat er gut verlängert. Wow. Den will ich nicht aufhalten. Oh. Oh Gott. Ich war nicht hoch genug. Und zu schnell wieder. Ich musste wieder bremsen mit meinem Boost. Das ist echt nicht geil. Oh oh. Woo! Da dachte ich, er spielt ihn. Ich mal Abpraller gespielt. Ist halt echt schneller dran. Aber ich habe schon wieder 100 Boost. Hab ich denn die 100 Boost her? Flop. Oh, fällt sogar noch rein. Wuhu! Er ist echt ein bisschen gemein auf diese Ecke aufgekommen. Okay, er nimmt den. Okay, und die wehren nicht ab. Aber es ist ja wieder das eine nicht angekommen. Ach, die sind beide fahren links und rechts. Der steht nicht im Tor, der Letzte.
Wow. Da wollte schon wieder jemand aufgeben, glaube ich, bei denen. Bei 2-0. Und ist deswegen nicht mehr angefahren. Oh Gott. Ne, nicht in die Mitte spielen. Nein. Er hat halt mit Absicht reingemacht, der Gegner. War das Mute? Ja, war Mute. Das ist der Einzige, der noch da war. Macht halt. Oder? Weiß nicht, vielleicht wollte ich ihn auch noch retten, aber dafür war es irgendwie, hat sich zu komisch gedreht. Er hat sich halt mit der Schnauze Richtung Tor gedreht, anstatt vom Tor weg. Das war irgendwie nicht aus, als wollte ich ihn retten. Ich fliege! Oh, ich nehme den Bus mit. Sehr schön. Oh, hallo. Den Mute spielt also gegen Steam. Weiß nicht, jetzt rollt irgendwie rein, das ist ein bisschen dumm. Oh fuck. Verfehlt. Ja, er muss spielen gegen das Team. Wow. Gegen sein eigenes Team. Ha, angetäuscht. Ich treffe ihn nicht. Was soll ich doch treffen? Den fliegt ja eigentlich in unsere Richtung. Wanker, ich bin neben dir. Das wäre gut, wenn du jetzt fährst. Den habe ich auch mitgegeben. Und der fliegt weg. Fährt er da einer rein oder was? Das sehe ich lustigerweise gar nicht. So, jetzt kann ich mal hier Mute reporten. Zack. Trollt mir nicht einfach rein. Ich glaube, das haben meine Mitspieler auch schon festgestellt. Hui. Klopp. Oh, wurde gut abgewehrt. Können wir mal zu Null gewinnen in der Runde. Das war glaube ich aus Versehen. Das war nicht mit Absicht. Würde ich brauchen. Flog der einfach gerade dummerweise nach. Zuck. Krieg ich hier Vorlagenmaster. Hätte ich doch meinen heiligen Schein, der Vorlagen zählt, drin lassen sollen. Verdammt! Ich habe jetzt schon 3 Vorlagen und selber ein Tor geschossen. Und das wäre wieder ein Tor gewesen, wenn er einfach direkt drauf gezimmert hätte. Wow! Fängt an, die Leute zu zerstören. Nice. Ja, sammelt alle Boosts ein und fängt die Leute zu zerstören. Oh, na gut, dann spielt halt weiter. Ups. Oh. Wow. Das war mein Tor? What? The fuck? Der rollt da dort nur lang. Er hat ihn reingekickt. Bei mir ist das aus, er hat ihn berührt, den Ball.
Na, mach mal noch einen Tod raus. Ich hab ja gesehen, dass sie nicht anfahren, dann brauche ich auch nicht komplett durchboosten. Hui. Bleib. Die haben echt keinen Bock mehr. Warum geben die denn nicht auf? Per 8-0, also ernsthaft. Können wir schon mal aufgeben. Ja, haben wir noch versucht rein zu verlängern, aber hat nicht geklappt. Und auf den Boden. Tja, damit bin ich MVP geworden. What? Das war ein bisschen früh angehalten. Ja gut, achso, weil alle Gegner raus sind, deswegen. Ja, dann war es das. Moment mal, das war es nicht für heute. Wir wollten noch gucken, was wir für eine Kiste bekommen haben. Und zwar Garage Mensch Inventory. Ist in der Kiste was Gutes drin? Champions Crate 4. Da habe ich, glaube ich, noch nicht so viel. Gut. Rock den Overkill ist ganz nett. Broadhog spiele ich leider fast nie. Aber eine Freundin von mir, die könnte ich ihr schenken. Der ist ganz schick. Den habe ich auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ganz nett. Spiral ist natürlich auch sick. Ja, wie den Proton habe ich schon. Den Octane ZSR. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall auch. Samba. Die finde ich hässlich. Ey, wenn ich die kriege, werde ich versuchen einzutauschen. Ich mag die nicht. Finde ich die hübscher, ehrlich gesagt, als diese kommen. Die Zomba. Okay. Ganz nett, aber die sind echt hässlich. Komm, mach mal auf. Ich gehe mal davon aus, wir kriegen eh bloß eins von der ersten Stufe. Ja. X-Devil Maximum. Muss schon mal X-Devil spielen, glaube ich, in der Runde. Manchmal ist der. Okay, das werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Ist ja hässlich. Schade. Aber dann war es jetzt wirklich für heute. Falls jemand von euch Champion Crate 3 haben will, ne? Ich gebe die gerne ab. Natürlich gegen ein bisschen irgendwie eine andere Champion Crate oder so, aber ich gebe die gerne ab. Also, bis morgen würde ich das mal einfach mal sagen.